Derby ist vorbei, Freunde. Oh Gott, endlich mal wieder ein Sieg. Ich schwöre, das kommt mir alles so lang her, der letzte Sieg. Das ist unglaublich, Freunde. Ich freue mich einfach hardcore. Ich hoffe, ich baue wieder eine Siegeserie auf. Gleich im Nachhinein kommt aber ein Gegner, der weiß ich, der hat etwas drauf. Von daher, ich soll einfach nichts verschreien. Ich möchte nichts verschreien. Freunde, ihr wollt mich wirklich umbringen. Gebt euch die Strafe. Bis gleich. Hallo, servus, grüß euch, ich bin's wieder, Pato. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bestraft den Pato. Freunde, heute geht es gegen den Dennis. Sein Facebook ist in der Videobeschreibung. Checkt ihn aus. Mit ihm habe ich schon 2 Videos gemacht. Er war einer der ersten, der mich auf YouTube wiedergefunden hat, beziehungsweise mich aktiv gefunden hat, gesucht hat oder so. Oder wie man das sagt. Ich habe ja damals das erste Mal als erster YouTuber den Selfie-Draft-Contest gebracht, ja. Also, wo nur Selfies quasi meine Spieler aussuchen konnten. Vor allem mein Deutsch, es tut mir leid. Auf jeden Fall habe ich da ziemlich mit Pech verloren und dann hat er mich auf jeden Fall angeschrieben auf YouTube. Dann gab es da noch ein Rematch, das habe ich leider Gottes auch verloren. In der Aufnahme habe ich immer gegen ihn verloren, außer wir spielten offline, da habe glaube ich nur ich gewonnen. Richtig komisch, aber ich will jetzt auch online gegen ihn gewinnen, weil, Freunde, haltet euch an, die Strafe, wirklich, ihr wollt mich umbringen, glaube ich, ihr wollt mich töten, ihr wollt mich ins Krankenhaus bringen, keine Ahnung. Anscheinend, ihr wisst wirklich, was ich hasse für Essen oder sonstiges. Nämlich die Strafe ist, ich muss 7 Blöcke Teebutter essen. Freunde, das klingt jetzt richtig harmlos, aber das, wenn ich mir das schon vorstelle, ja, wie ekelhaft seid ihr bitte? Wie kommt ihr auf so einen Blödsinn? Auf jeden Fall, natürlich habe ich zugesagt. Es wird mega spannend werden. Ich habe es letztes Spiel gewonnen gegen Marco und die anderen 2 Spiele davor verloren. Freunde, es ist wieder Zeit, eine Siegeserie aufzubauen. Dennis ist ein sehr, sehr harter Gegner. Das weiß ich jetzt schon. Aber wieso nehme ich ihn nicht dran? Weil ich weiß, er ist gut. Nein, Freunde, ich will, dass jeder glücklich ist. Ich will, dass jeder mitmacht. Deswegen bringe ich euch so häufig bestraft im Pato, dass wirklich niemand zu kurz kommt. Langer Rede, kurzer Sinn, Freunde. Ich werde ihn jetzt einladen. Ich bin heftig nervös, weil ich eben weiß, wie er spielt. Ich wünsche natürlich viel Pech, so wie jeden anderen. Ist ja eh klar. Also, let's go, Freunde. Ich will kein Deputer sein. Bitte, Dennis, spiel einfach schlecht. Bitte. Lass mich einfach in Ruhe. Lass mich gewinnen. Bitte. Dennis, bitte. Fuck you! So, da ist eine kranke Statistik. Dennis, shit, ich will nicht verlieren. Es sind auch noch irgendwelche Änderungen vor. Nein, Dennis. Schauen wir mal sein Team. Ist der behindert? Ist der krank? 87er Bewertung, kranke Verteidigung, Jonas Hulk. Oh mein Gott, Freunde. Aber jetzt können wir mal gucken, wie ich bin vom Niveau her. Sein Torwart ist heftig, er ist heftig. Yoga Bonito gegen Pato. Dennis, viel Pech. So, wird das die erste Chance, Freunde? Wird das die erste Chance? Bitte schieß ins Tor, schieß ins Tor. Oh mein Gott, nein. Schade, Marmelade. Jetzt, jawohl, Griezmann, geht schon, Griezmann. Was ist das, Freunde? Schwacher Fuß oder war das Rufier? Was soll das, Freunde? Gucken wir mal. Ja, sicher mit deinen Fingerkuppen. Häng dich auf, du Glatzkopf. Bitte jetzt, Neymar, bitte mach den rein. Ich hätte noch Schritte gehen müssen. Fuck, was ist los? Ich muss in Führung gehen. Den Rückstand werde ich nie aufholen, wenn ich jetzt im Rückstand bin. Wow, das war unerwartet. Hey. Super schön. Geht schon, der Angriff rollt, Freunde. Jetzt probiere ich mal eine Flanke. Da flanke ich einmal. Da sind 2 Leute frei. Es passiert nichts. Thiago Silva überhaupt nicht. Das ist ja zu heftig. Halbzeit, meine Freunde. Es ist sehr, sehr wenig passiert. Wirklich, es ist einfach nur abtasten. Er hat zwar mehr Ballbesitz. Freunde, der, was das erste Tor schießt, der hat gewonnen. Das sage ich euch jetzt schon. Let's go. Und hier muss ich nochmal sagen, verzeiht mir, wenn ich weniger kommentiere. Dadurch, dass ich weiß, dass er gut ist.
muss ich mich hoch konzentrieren. Bitte jetzt, oh mein Gott, Freunde, Con und Bianca, das ist sein Hassspiel oder so. Wenn wer gegen ihn trifft, dann ist das Con und Bianca. Oh mein Gott, ich feiere das Hardcore. 1-0, guckt euch wieder nur an. Schöne Vorarbeit von Gareth Bale in die Schnittstelle. Freie Schussbahn, super gemacht. 1-0, Freunde, heftig. Ich bin gerade so Hardcore geflasht. Aber er wird nicht aufgeben, so wie ich ihn kenne. Was war das? Oh Gott, Freunde, habt ihr das gesehen? Tiki-Taka, wenn das wäre der krönende Abschluss gewesen. Boom, 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 fuck! Griezmann, ich glaube, ich verkauf dich bald. Das ist ja unglaublich, Freunde. Yes, hi, ruf je. Nein, Freunde, oh mein Gott. Nein, nein, was wird das? Was wird das? Was wird das? 1-1. Was war das für ein Scheißfehler? Wieder 80. Minute. Unglaublich. Raphael, heftig. Das kann's nicht sein, dass das immer so scheiß spannend ist. Was war das, Con und Bianca? Ja, jetzt seid ihr wieder Freunde. Bitte, bitte. Oh mein Gott. Was soll das? Freunde, solche Spiele verliere ich gerne, das ist immer schon klar, dass ich das immer sowas verlieren muss. Immer muss ich solche Spiele irgendwie aus der Hand geben. Ja, habe ich verloren. Ich hab's verloren, ich hab's verkackt, doch nicht. Schön gemacht, Dennis. Vorbei, Freunde, das Entscheidungsspiel wieder mal, aber es war ja klar, guck das an, diese Chance hätte ich reinmachen müssen, schwacher Fuß, aber ja, heulen hilft nichts. Gucken wir einmal noch die Statistik. Ja, was soll ich dazu sagen, ich hatte jetzt doppelte Schüsse am Tor, aus Tor, Passgenauigkeit, ja, ist egal, Freunde, let's go, das Entscheidungsspiel. So, Freunde, da sind wir wieder, ich habe wirklich keinen Bock, Butterblöcke zu essen, aber es ist ein richtig geiles Team, ein richtig geiler Spieler. Wenn ihr gegen ihn spielen wollt, natürlich nochmal, Facebook-Link ist in der Videobeschreibung, dein scheiß Torhüter geht mir so am Arsch. Okay, Freunde, let's go. Einmal eine Flanke. Oh mein Gott, Freunde! Team of the Season Nehmer trifft Bergkopf! Unglaublich! Endlich mal ein Kopfballtor! Wann habt ihr das letzte Mal von mir ein Kopfballtor gesehen? Oh mein Gott, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Einfach flanken, Rufier hat sich verschätzt. 1-0, Freunde! Oh mein Gott! Noch eine Flanke, ich probiere es einfach noch einmal! Scheiße! Das kann man nicht als Foul bewerten. Ganz ehrlich, diese Schiedsrichter gehen mir so auf die Eier. Wenn das jetzt ein Tor wird, bitte wird kein Tor, kein Tor, kein Tor. Oh mein Gott, scheiß die Wand an, das war kein Foul, das war gar nichts. Scheiß Spiel, das regt mich einfach nur noch auf. Ich glaube, ich höre auf, FIFA 16 zu spielen. Da passiert alles nur, keine Ahnung wie. Schaut, die laufen zueinander, zusammen, abgefälscht. Oh mein Gott, das ist einfach nur Frustration, dieses Spiel. Aber ja, das ist ja Absicht. Absicht ist das. Oh mein Gott. Jetzt nicht ein Sweat, mein Freund. Sweat jetzt nicht hinein. Oh Gott. Halbzeit, meine Freunde, dieses Spiel ist komplett das Gegenteil vom anderen Spiel. Es gelingt nichts. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. 1-0 Führung gewesen, hätte ich alles nur mit der Ruhe spielen sollen. Aber ich weiß nicht, ich fühle mich so manipuliert, das ist unglaublich. Er will einfach nicht so machen, wie ich möchte, beziehungsweise meine Spiele machen nicht das, was ich von denen verlange. Ist egal, Dennis ist wirklich ein super, super Spieler. Let's go, ich will keine Strafe haben, oh mein Gott. Oscar kommt easy durch, meine Verteidiger machen nichts. Ja, scheiß Spiel, das hat man jetzt dieses verfickte Momentum gesehen. Meine Spieler machen nichts. Guckt das an. Ja, was soll ich machen? Keiner läuft mit nach hinten. Ich bin einfach nur mega frustriert, Freunde. Ich bin so frustriert, das ist unglaublich. Wie viel Pech kann ein Typ haben? Wie viel Pech kann ein Typ haben? Ja, es ist aussichtslos.
Oh mein Gott, Freunde, wieder vor die Alba, 2-2. Ich dachte wirklich, dass wir dann eine safe Niederlage werden. Es fühlt sich so komisch an zu spielen. Ich hab schon langsam satt, ich weiß nicht. Ich glaube, ich hole mal wieder Day-One-Spieler. Obwohl, er hat auch richtig viele Special-Karten. Ist natürlich kein Foul, Freunde, aber sein 1-0 Foul, das war ja natürlich Foul. Ja, sicher. Oh Gott, das war jetzt knapp. Freunde, ist die erste bestrafte Pato-Folge mit 2 Entscheidungsspiele. 3 Spiele in einer Folge. Das wird jetzt wirklich die längste Folge werden. Heftig, oh mein Gott. Statistik, diesmal liegt er ganz klar voran. Es war ein sehr, sehr komisches Spiel. Ich hoffe, jetzt ändert sich das wieder. Let's go! Servus Freunde, hallo, folgendes, ich musste diesen Teil jetzt splitten in einen Zweiteiler und jetzt bitte nicht denken, ja, boah, ich bin jetzt voll auf diese Klicks aus, hin und her, keine Ahnung, was man da so denken kann, allerdings ist dem nicht so, der Grund ist folgendes, erstens, es ist 0:08, okay, ich muss noch die Beats und alles reingeben und zweitens, dieses Video hat schon viel zu viele Schnittpunkte, wenn ich weiter schneide, dann stürzt das Schneideprogramm die ganze Zeit ab, ja, und dann ist da noch die Gefahr, dass das Video dann nicht rendern kann, okay, und dadurch eben, dass es schon ein drittes Spiel ist, ja, ein drittes Spiel, noch ein Entscheidungsspiel, das ist quasi das Finale und es ist mit Sicherheit viel spannender, wenn noch ein Zweiteiler kommt, ja, also da ist die Spannung quasi aufrecht. Ihr dürft aussuchen, an welchem Tag, also heute ist Dienstag und ihr dürft aussuchen, also ab Donnerstag, ihr könnt euch den Tag nochmal, wie gesagt, aussuchen. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, wann ihr wollt. Ich kann euch eins garantieren, dieses Spiel wird noch heftiger als die 2 Spiele davor. Unglaublich einfach. Da war noch diese Zeit, wo dieser Chemistry Glitch war. Das merkt man bei ihm ein paar Mal, das merkt man bei mir ein paar Mal. Es ist unglaublich. Ich bin so froh, dass er jetzt rausgepatcht wurde. Auf jeden Fall, denkt jetzt nicht Negatives darüber, weil ich jetzt einen Zweiteiler daraus mache. Denkt lieber positiv, dass es sehr, sehr spannend wird. Ja, wie gesagt, ich schneide jetzt wieder mal mitten in der Nacht. Das Video wird wahrscheinlich voraussichtlich um 2:30 fertig werden. Und dann eben für euch online, damit ihr etwas zum Gucken habt. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Dicken Kiss an euch. Ciao. Bye bye. Ciao.